Hallo meine lieben Tammy-Freunde. Ja, endlich ist Bärlauchzeit. Meine Mama hat den ganzen Garten voller Bärlauch und da mache ich jedes Jahr aufs Neue unser Bärlauchöl und versorge die ganze Nachbarschaft und Verwandtschaft. Das ist ganz einfach, das ist ein Bärlauchöl, das benutzt man einfach für den Salat. Anstatt dem normalen Öl einfach das Bärlauchöl dazugeben. Es wird dann schön würzig, also schmeckt dann leicht nach Knoblauch. Also wir lieben das Öl, das kommt bei uns übers Fladenbrot, über alles Mögliche drüber. Geht wieder total einfach und wir fangen auch gleich mal an. Wir brauchen natürlich Bärlauch. Wir schalten unsere Waage ein. Ich habe den Bärlauch jetzt einfach gewaschen und auf ein Geschirrtuch gegeben und dann einfach so ein bisschen trocken getupft. Mehr braucht man gar nicht machen. Wir brauchen jetzt 20 Gramm Bärlauch. 25. Die tun wir noch rein. 20, genau. Die werden jetzt als erstes zerkleinert. Und zwar 3 Sekunden. Auf der Stufe 7. Jetzt schieben wir alles nach unten und machen das gleiche nochmal. Das hängt jetzt am Rand überall, das schiebt man nochmal nach unten. Oh, duften tut es schon. Und das Ganze nochmal. 3 Sekunden auf der Stufe 7. Wirklich schön klein wird. Ich zeige es euch mal, wie es jetzt aussieht. Sieht man das vom Licht? Da scheint die Sonne wieder so rein, gell? So, das schiebe ich jetzt wieder alles schön nach unten. Oh, es duftet, es duftet. Mache ich noch da hinten noch zu. Ich glaube, es ist besser. Jetzt kommt noch das Öl dazu. Ich gebe immer Sonnenblumenöl dazu. Die Waage. 500 Gramm. Macht auch nichts und eine Prise Salz. So. Und das wird jetzt bloß noch verrührt und zwar 20 Sekunden. Auf der Stufe 8. So, und es ist auch schon fertig. Aussieht. Richtig schön grün. Das fülle ich mir jetzt gleich in ein schönes Glas oder eine Flasche. So, ein bisschen was ist noch drin. Das füllen wir in eine andere dann. Oh, das riecht herrlich. Schaut mal, wie schön grün das ist. Wunderbar. Da gebe ich jetzt gleich einen Deckel drauf. Ist ganz wichtig. Ihr müsst es schön abdichten. Also ich habe das jedes Jahr in der gleichen Flasche drin mit einem Korken. Funktioniert wunderbar. Und zwar immer im Kühlschrank aufbewahren. Das ist richtig wichtig, dass es euch nicht dass es nicht rinnt, sage ich mal. Auf jeden Fall in den Kühlschrank. Ja, und das war's schon. Probiert es aus, es ist wirklich total einfach. Den Bärlauch gibt es überall, gerade am Wald, überall, er kostet nichts. Nehmt ihn mit, probiert es aus, euer Salat wird ein Traum. Wie gesagt, das machen wir schon seit Jahren, dieses Öl. Und ja, dann verabschiede ich mich auch schon bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es kommt noch eine Bärlauchbutter von mir.
Das sind immer so meine Standardrezepte, wo ich jedes Jahr mache, sobald der Bärlauch endlich da ist. Dann sage ich auch schon Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Tammy Manu.